So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy 15. So, was wir jetzt machen, ist, dass wir dieses, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, Rechtsetzersee, das ist so ein Riesenviech, was da im Wasser um und um geht, das werden wir jetzt zur Strecke bringen. Das wird auch ziemlich lange dauern. Sieh mal an. Zuerst machen wir die Kröte da. Konzentration. Hier, bitte. Ich sag dann auch gleich was zu der Quest. So, das beginnt ja schon mal ganz gut. Super, wirklich, wie er auf mich rollt. Na schau. So, geht schon. Schön noch ausgewichen, ne? Jetzt hat er mich wieder erwischt, wurscht. Aber er ist gleich down. Aber hallo! So, mit der Quest ist ja noch etwas verbunden. Und zwar kann ich das kurz herzeigen. Und zwar die Metzgerträume. So, um das zu machen, müssen wir irgendein Filetteil von diesem Viech rausschneiden. Allerdings weiß ich nicht, was man da zertrümmern muss. Ich probiere es halt einmal, vielleicht habe ich ja Glück und schaffe es diesmal. Bei meiner Freundin habe ich das, boah, ich glaube 5 oder 6 Mal hintereinander versucht und ich habe es nicht geschafft. Irgendwas, wie gesagt, muss man, glaube ich, daran zertrümmern. Und naja, wir probieren es halt. Dann können wir nämlich 2 Aufgaben auf einmal da fertig machen. Die Viecher lasse ich jetzt einmal in Ruhe. Obwohl, wartet einmal, ist da ein kleines Viech dabei? Na, sehen durch. Nein, machen wir es einfach mit. Ich brauche eh die Erfahrungspunkte. Und so schwer sind die jetzt auch nicht. Da sind nur 10er Level. K32er dabei. Knocked. Ich höre mal. Na natürlich, die kommen jetzt auch noch damit. So, einmal. Und was machen wir aus dem? Oh, eine neue Rezepte. Also. Ja, so war das nicht gemeint. Sehr gut. So, wo sind die Magitech-Typen da? Ich glaube, die sind auch schon da, oder? Das Imperium, auf gut Deutsch gesagt. Ja, ja, die schießen schon auf mich. Da bin ich ja sehr glücklich drüber. So, Dolche raus. Und gleich mal da nach hinten. Kein Grund zur Sorge. Alles cool. Ich glaube, das wird auch immer aggressiver, umso mehr Erfahrungspunkte man hat. So viele Gegner habe ich schon lange nicht mehr. Ist meine Vermutung jetzt. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber mir ist wurscht, ich krieg meine Erfahrungspunkte. Und so schwer ist jetzt auch nicht. So, jetzt kriegen wir nochmal 500 Euro ungefähr dazu. Das ist eh gut. Und da vorne ist es schon. Gut, was da aber hilft für eine Waffe, weiß ich nicht. Schatz, das legt sich sogar hin und schlaft da. Bald nicht mehr. Gleich wird das Blut spritzen. Das verspreche ich euch, wir schaffen das. Das Viech ist aber ziemlich zäh. Das Viech ist wirklich ziemlich zäh. So, gehen wir's an. Steh auf. Oder bleib liegen. Mir ist wurscht. Na, jetzt wittert's uns. Jetzt mal im Ernst. Das ist zu riskant. Ah, nix ist riskant. Kommt, Burschen. Nee, schon okay. Los geht's. Geht schon. Mach mal das Viech fertig. Mal im Ernst. Ich hasse dich. So, mal auf den Kopf. Batz. Die epische Musik da. Arbeitet jetzt mit Warp-Angriffen. Das könnte Fackel werden. Ach nee. Also dann. So, da hinten ist einer, das weiß ich noch, genau. Und ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, was für eine Waffe da wirklich stark da, dafür ist. Nämlich, wenn ich dem Prompto sage, er soll da angreifen, schießt er eigentlich nur Batz in den Haxen. Das ist nämlich ziemlich schade, nämlich das ist der einzige mit Schusswaffe.
probier mal den Kopf zu zertrümmern da. Ja, ja, ja. Schaut euch das an, was das für Schaden macht, das Viech. Gleich wieder auffüllen gehen. Aber es kommt nichts. Wie ihr seht, es kommt nichts. Es wird nichts zertrümmert da. Und eigentlich ist ein Filet ja am Rücken, also da. In der Richtung da. So, schieß mal drauf. Vielleicht erwischt jetzt nochmal den Kopf. Na, er schießt schon wieder nur ins Bein. Das ist urschade, dass er das macht. Und ich treff's nicht. Sieht nicht gut aus. Und wieder weg. Irgendwann fällt das Viech auch einmal nieder, wenn man es ungefähr bei der Hälfte hat. Ja, ich treff's nicht wirklich. Das ist halt das Problem. Ich treff's beim ersten Mal. Okay, wir müssen Phönixfedern raushauen, nämlich das Viech geht jetzt nur noch auf mich. So, einen Heiltrank kriegst du von mir. Und du kriegst auch noch eine Phönixfeder von mir. Wir haben ja genug. Gott sei Dank davon. Gott sei Dank. Und das bringt sich nichts. Wie ihr seht, wir machen fast keinen Schaden. Der Speer ist da nicht so schlecht da, wie man sieht. Weg, 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 weg. Schieß mal drauf. Ignis! Übertreib's nicht! Ja, er schießt nur auf die Beine. Das ist halt das Problem, was ich halt gemeint habe. Theorie und Praxis, was? Wie unziemlich. Ja, ich kann es nicht zertrümmern. Ich mach, glaube ich, den Schaden nicht dafür. Ich werde es jetzt einmal so einfach hinrichten. Was anderes wird sich nichts bringen, wenn ich das mache. Aufpassen, sonst war's das für uns. Noch besteht Hoffnung. Aber das ist schon mal eine gute Strategie. Okay, gut. Doch nicht vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Bis jetzt hat es eigentlich gut funktioniert. Ignis, los! Bereit? Los, Nacht! Und er haut's nur in die Füße. Seht ihr das? Er haut die vier Dinger nur in die Beine rein. Alles super. Danke. Gott sei Dank. Er hat mich nicht mehr erwischt. So, schieß. Ich konnte. Auf dich ist Verlass. Ah ja, das ist ziemlich arg. Den anderen muss ich halt ein Elixier geben, sonst da reißen sie es nicht mehr. Spuckt er mit seinen Rotz auf uns. Besser ausmachen. Gott sei Dank haben wir genug mit. Ja, es bringt sich nichts. Ich komme nicht durch die Schale wahrscheinlich. Das ist einfach zu dick. Der Panzer von dem Viech. Schnell weg. So, das war's wieder. Und gleich wieder hin. Aber er schießt nur in die Beine. Du sollst woanders hinschießen. So, jetzt ist er down. Jetzt liegt er mal.
Das war's. Jetzt hätte ich gerne diesen Kaffee. Na, es bringt sich nichts. Es ist unmöglich. Mit dem Schaden wahrscheinlich ist es unmöglich. Also man sieht, ich krieg's down, aber ich krieg's nicht so down auf die Art und Weise, wie ich das will. Nimm das! Ich konnte. So, jetzt ist er eh gleich fertig. Alles klar. Wär nicht dasselbe ohne dich, Ignis. Vielen Dank. So, ich sag ihm sogar, dass er da angreifen soll. Und schaut's, Batz, er schießt trotzdem nur ins Bein. Einwandfrei, Pronto. Das war's. Ja, das war's. Gnade. Erledigt. Jetzt hab ich's gekriegt. Metzgerträume. Ganz schöne Schlepperei. Brustfilet. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich habe die Mission, ich lüge euch nicht an, bei mir zu Hause 5-mal gemacht. Ich muss mir das nochmal anschauen, den Part. Den mache ich auch nur jetzt, bis jetzt. Jetzt gehen wir zurück und gehen wir das noch ab. Und das war's dann. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe, aber ich habe das bekommen, was ich gebraucht habe. Ich habe die Jägermission geschafft und ich habe die Filetteile gekriegt. Die machen wir natürlich auch gleich mit, da. Klappe zu, Monster tot. Mein Auftritt. Na schön, wenn er sich nicht wehrt. Schaut euch das an, wie er runtergeht. Willst du mich umbringen, Mann? Verzeihung. Nord, denk daran. Beschwöre für jeden Gegner die passende Waffe heraus. Okay. Aber Leimand. Im Let's Play habe ich es geschafft. Ja. Wo ich alleine gespielt habe, habe ich es nicht gekriegt. Ha! Ja, gut. Kann man nichts tun. Muss ich mal gleich aufschreiben. Wie heißt's? Der Part bekommt von mir die zwei Namen. Einmal Moorhuhnjagd. Moorhühnen. Was? Moorhühnenjagd. Und einmal Metzgerträume. Falls das irgendwer sucht, vielleicht findet das man ja bei mir. Part 51 ist das, glaube ich, jetzt. Ja, 51. Komm, macht das Viech fertig. Das ist nur Training. Jetzt haben wir gerade ein Riesenviech gerade da umgebracht. Ach komm jetzt. Schieß tot. Mir nach. Keine Zeit zu verlieren. Okay. Na, auf welcher Seite stehst du? Ah, tut mir leid. Passt schon, hört auf immer zu streiten, da. Alles ist cool. Und ich bin urfroh. Ahaha, ich habe eine neue Mission freigeschalten. Wirklich? Leiwand. So, wo ist denn da der Aufgang? Da vorne, oder? Ja, da vorne, vor mir. So. Dann schauen wir mal. Sind wir schon Rang 5? Das weiß ich gar nicht. Willkommen. Servus, grüß dich. So, danke. Ja, jetzt wären wir auf jeden Fall Rang 5. Aufstieg auch noch. Meinen Glückwunsch. Jagdrang gestiegen, Saphir-Armband. Ja, passt. Damit lässt sich's leben. Alles klar bei euch. So, wir nehmen gleich die nächste Jägermission da an. Und zwar das hier. 35. Viel Erfolg. Okay. Dann schauen wir mal, wo das ist. Wir sind viel zu spät dran. Okay, das ist da hinten. Da werden wir mit dem Auto hinfahren. Das, was noch immer kaputt ist bei mir. So, automatische Fahrt, Aufgabenziele und nein, diesmal fahren wir, nämlich wir beenden hier den Part. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut, tschüss Baba, euer Herzfehler. Wir sehen uns dann, wenn wir dort sind. Baba.